Sehr geehrter Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, die CDU-Fraktion sieht in dem Instrument der V-Personen ein unverzichtbares Instrumentarium der Erkenntnisgewinnung. Das tun wir nicht alleine, das tut auch der Innensenat und das tut auch der Generalbundesanwalt. Insbesondere auf den Feldern organisierter Kriminalität und Staatsschutzkriminalität. Ich möchte, dass wir Informationen haben über Terrorgruppen und ich möchte auch, dass wir Informationen haben über Extremisten. Dieses Mittel ist gleichwohl umstritten, weil ja auch die Personen, mit denen man es dort zu tun hat, durchaus umstritten sind. Deswegen ist es wichtig, dass man dieses Mittel richtig anwendet und dass wir auch lernen. Und ich glaube, da ist einiges auch in der Vergangenheit passiert. Und wenn man sich nicht ideologisch mit der Frage beschäftigt, dann kommt man auch zu der Erkenntnis, dass sich der Einsatz von V-Leuten auch in der Vergangenheit bei der Verhinderung von Straftaten bewährt hat. Und die pauschale Diskreditierung unter dem Stichwort NSU hilft da auch nicht weiter und blendet auch vieles aus. Auch im Phänomenbereich Rechtsextremismus wurde mit Hilfe von V-Personen Erfolge erzielt. Ich denke etwa an die Verbote rechtsextremer Kameradschaften. Nun ist es in der Natur der Sache, dass diese Informationen, die dort gewonnen werden, selten vollumfassend sind, sondern eher für die Umfeldanalyse geeignet sind. Und von daher diese Informationsmosaikstücke auch erst zusammengesetzt werden. Deswegen kann man auch nicht immer sagen, dieser Erfolg ist nun eindeutig auf die Informationen von V-Personen zurückzuführen, sondern ist ein Teil der Erkenntnisgewinnung und der klare Nutzen oder in klaren Größenordnung immer schwer messbar und auszudrücken. Aber entscheidend ist aus meiner Sicht auch, und das klang ja schon bei dem einen oder anderen hier an, dass man den Blick nicht verengen darf auf die Einzelfelder beim Staatsschutz. Das wichtigere und auch viel größere Anwendungsfeld besteht nämlich bei der Allgemeinkriminalität. Wir haben im Innenausschuss eine lange Liste vorgelegt bekommen, die Erfolge von V-Personen, über Informationen, die von V-Personen kamen, berichtet hat. Der Ausschuss war durch die insbesondere Opposition offensichtlich nicht geduldig genug, dieser Liste zuzuhören, um es mal auch zu deutlich hier zu sagen. Das wollte man da nicht zur Kenntnis nehmen, weil es nicht ins Bild passte und weil man auch andere Dinge wichtiger fand. Deswegen will ich die Gelegenheit nutzen, hier einige von diesen Dingen einmal aufzulisten, die uns dort vorgelegt wurden. Zum Beispiel in der Frage Einbrüche, Eigentumskriminalität, der Einbruch in das Brücke-Museum 2002, das Aufbrechen von Bankschließfächern 2011, der Wanddiebstahl 2012, bundesweit agierende rumänische Einbrechergruppierung 2013, Blitzeinbrüche 2014, Manipulation von Geldautomaten. Auch auf dem Feld der Schutzgelderpressung waren V-Mann-Informationen wichtig, genauso wie bei der Sicherstellung von Falschgeld in hohen sechsstelligen Bereichen, also nicht in Fällen, aber an Falschgeld, im Bereich des Waffenhandels, im Bereich von Raubtaten, zum Beispiel Überfälle auf Geldtransporter oder auch der medial ja sehr stark über den berichtet wurde, den sogenannten Pokerraub 2010, wie auch die Sprengung von Geldautomaten. Auch in der Rockerkriminalität, wo man ja immer sagt, da herrscht also diese Omerta und niemand sagt was, auch dort hat es in einzelnen Fällen auch Erfolge gegeben durch den Einsatz von V-Personen, ebenso bei Entführungen und Tötungsdelikten. Und ich erinnere da an die besonders verabscheuungswürdige Verbrechen am Polizeibeamten Uwe Lischied, dem Tötungsdelikt im Jahr 2006. Von daher glaube ich, dass es absolut falsch wäre, das zu negieren, was die Linken ja hier tun, und dieses Mittel pauschal abzuschaffen. Ich halte das für geradezu gemeingefährlich. Es ist auch nach der Rechtsprechung unserer höchsten Gerichte absolut unumstritten, dass im Grundsatz dieses Mittel eingesetzt wird. Natürlich muss man dafür sorgen, dass entsprechende Verwaltungsvorschriften und polizeiinterne Regelungen einen vernünftigen Umgang mit diesem Instrumentarium erlauben. Ich glaube, dazu ist viel passiert. Ich erinnere auch an die Konsequenzen, die auch Berlin gezogen hat. Ich erinnere an das Feuerberg-Gutachten oder auch andere Dinge, die uns Hinweise gegeben haben, was man verbessern kann. Auch in der Vergangenheit ist da auch schon sehr viel passiert, wenn wir überlegen, wie der Stand des Einsatzes vor vielleicht noch 15 Jahren war. Da sind, glaube ich, Lichtjahre dazwischen zu dem, was heute hier geschieht. Und ich habe im Übrigen auch keine Veranlassung, weil es hier ja heute permanent so durch die Diskussion wabert, zu bezweifeln, dass im Zuge des NPD-Verbotsverfahrens, von dem wir alle hoffen, dass es erfolgreich ausgehen wird, dass auch die Verwaltung
die notwendige Staatsferne beachten wird. Daran zweifle ich nicht. Das hat der Innensenator auch mehrfach in den entsprechenden Ausschüssen dargestellt. Von daher weiß ich nicht, weshalb Sie das hier immer wieder in Frage stellen. Im Übrigen ist das, was Sie hier heute fordern, geht sogar noch weiter als das, was in Thüringen passiert, wo ja gerade das Land das Pech hat, von einer linken Regierung regiert zu werden, wo Sie die V-Leute ja im Verfassungsschutz nur abschaffen wollen und da aber auch nur in bestimmten Feldern. Also dort gehen Sie auch nicht so weit, wie Sie tatsächlich hier jetzt heute es verlangen, weil Sie wissen, Sie sind nicht in der Verantwortung. Sie können hier viel fordern. Es wird Gott sei Dank nicht umgesetzt, weil es hier eine klare Mehrheit gibt, die etwas ablehnt, weil ich glaube auch, ich bin auch gleich am Ende mit meinen Ausführungen. Vielleicht können Sie den Herrn Lux mal bitten, dass er hier weiter rumschreit. Ich weiß ja, es fällt Ihnen schwer, sich zu benehmen, aber heute muss es mal sein. Wir sind hier nicht auf der Grünen Vollversammlung, wir sind im Parlament. Ja. Und ich sehe in dieser Initiative der Linkspartei, die ja im Übrigen auch immer wieder Probleme selbst hat, sich vom Extremismus abzugrenzen, wieder eine weitere Initiative, die Sicherheitsbehörden vollständig ihre Eingriffsmittel zu berauben. Und dazu sehe ich keine Veranlassung. Aus diesem Grunde werden wir die Anträge ablehnen. Vielen Dank.